Was geht ab, Freunde? SMOTK am Start. Aber was ist das denn hier? Fortnite? Ja, Fortnite. Und zwar ist das so, Freunde, ich zocke sowieso jeden Abend Fortnite und ich dachte mir, wieso mache ich nicht einfach Content draus? Wenn ich eh schon am Zocken bin, nehme ich mich doch dabei auf und lade das auf YouTube hoch. Und mal schauen, vielleicht gefällt euch das ja, vielleicht kommt ja was Cooles bei rum. Aber ich muss auch nebenbei erwähnen, ich bin so, so schlecht in Fortnite. Ich zocke das schon so lange, aber ich bin so schlecht in Fortnite, ja. Deswegen müssen wir auf einen epischen Sieg hier hoffen. Wenn es gut wird, wird's gut. Wenn ich 70 da werde oder irgendwas, dann, ja, beenden wir das Video. Aber egal, schauen wir mal, was wird. Freunde, man sagt ja immer, Fortnite ist so ein Kinderspiel. Und viele sagen immer, ja, Fortnite-Kiddy und keine Ahnung was, ja. Aber ich muss euch ehrlich sagen, Fortnite ist das einzige Spiel, was mich jemals so süchtig gemacht hat. Obwohl ich so schlecht drin bin, macht es einfach Spaß, das zu zocken. Wobei ich muss sagen, diese Season jetzt gerade, das gefällt mir gar nicht. Ich bin mehr so der OG-Fan und ich trauere dem Ganzen sozusagen immer noch hinterher. Aber was willst du machen? Momentan sind ja diese vier Elemente drin, ja, der Luftbändiger, Wasserbändiger, Erdbändiger und Feuerbändiger. Und ich muss sagen, der Wasserbändiger, der ist so OP, der ist so, so stark. Damit kam ich bis jetzt immer gut klar, das ersetzt für mich alle Waffen. Das ersetzt die Sniper, das ersetzt die Shotgun, Sturmgewehr. Also ist schon sehr stark. So, jetzt landen wir hier, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte. Haben wir anscheinend nicht geschafft. War hier nicht eigentlich Avatar? Also, was heißt Avatar? Hier der Aang. So ein Bot von ihm. Schauen wir mal, Freunde. Boah, das wird jetzt echt, ne? Ich kann mit diesen ganzen großen Fortnite-Streamern nicht mithalten, weil es sind schon so gute Spieler. Aber ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Das werdet ihr sehen. Und ich versuche dann auch, ehrlich gesagt, nur mit der Wasserbände durchzukommen. Weil, wie gesagt, das ersetzt für mich einfach alle anderen Waffen. Weil das halt so OP ist. Schon mal hier. Nehmen wir direkt beide mit. Die Shotgun brauchen wir dann nicht mehr. Aber Schild. Ach, Schild. Nur schauen wir mal. Wisst ihr, ich versuche neben dem Rappen und neben dem TikTok, versuche ich auch mal ein bisschen so einen Content zu bringen, weil, wie gesagt, ich zocke sowieso jeden Abend und warum soll ich dann das nicht als Content benutzen? Damit ihr nicht immer nur Musik von mir bekommt, sondern auch mal mich beim Zocken seht. Ich glaube, das haben sich auch schon einige gewünscht gehabt. Ist aber schon länger her. Guck mal, da ist schon einer. Zack, tot. Das ist krank, Alter. Diese Wasserbändigung ist krank. Da oben wird geschossen. Kriegen wir die von hier? Schaut mal, Freunde. Nicht. Da müssen wir jetzt hoch. Das meine ich, Alter. Das ist so stark, das... Krank. Das ist krank. Ist aber auch ein bisschen unfair. Ich glaube, das werden die aber dann irgendwann wieder drosseln. Sehr gut. Freunde, wie ist das eigentlich bei euch? Zockt ihr auch gerne Fortnite? Ich denke mal schon. Ich denke mal wirklich, an Fortnite kommt man gar nicht mehr vorbei. Ich habe Kollegen, das sind so zum Beispiel, die kommen von Call of Duty Warzone und die sagen einfach, Warzone ist schon geil, aber Fortnite ist schon... macht mehr Spaß. Fortnite macht denen dann doch mehr Spaß. Ich muss sagen, bei Warzone... Alter, da... Ich sehe die Gegner einfach nicht. Das ist mir dann doch zu viel Camouflage. Wir den noch.
Kriegen wir den noch? Der ist, glaube ich, mit der Luftbändiger-Fähigkeit abgehauen. Oder? Oh mein Gott, ich bin runtergerutscht. Oh mein Gott. Fuck, Digga. Aber nicht aufregen, ne? Das ist ja nur ein Spiel, aber... Scheiße. Komm, eine Runde noch. Ich will Geld zählen, will Geld regeln, später davon meine Enkelkinder näher zählen, will im Kohlebad, aber bitte Kohle auch etwas bewegen, wie ein Erdbeben, will mehr Knete als Play-Doh-Fabriken und mehr als Gates oder Bezos besitzen, will nicht einen Tag in meiner Garage, sondern einen Fotos mit 10 teuren Städte, ich will. Meine Wohnung mit dem Land ist eine Tapezierung, so dass mein Zuhause eine doppelte Wert hat, und doppelte Wege, die einfach so da rumliegen, und wenn sie mal verloren gehen, ich darf wie keine Schmerz, hab ich will die Kohle von oben, einfach hab ich schon runter, damit. Okay, dann gehen wir wieder drunter. Das jetzt packen, Alter, wenn ich jetzt wieder sterbe. Dann beenden wir das Video und dann überlege ich mal, wenn es euch gefällt, dann lasst doch jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Wie schnell ist der denn gelandet, Alter? Wie schnell ist er gelandet? Oh mein Gott, ne, das war's. Das war's. Nee, Mann, Alter, wenn er jetzt die Wasserbändigung hat, dann schaffe ich das nicht. Dann kann ich den nicht holen, aber ich schwöre, ich mach dann auch's. Okay. Das ist ein Noob. Das ist ein Bot. Ist das ein Bot? Fuck, der heilt sich. Welche Wasserbändigung? Das wird schwer. Oh mein Gott. Was brauche ich jetzt hier? Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Und dann brauche ich das auch nicht mehr. Das lasse ich mal hier. So. Jetzt brauche ich Wasser, um mich zu heilen. Krass, Alter, ich schwöre, ich hätte nicht gedacht, dass ich den jetzt noch hole. Ich habe schon das Licht am Ende des Tunnels gesehen. Obwohl, war mir klar, dass ich den hole eigentlich. Also so viel Selbstbewusstsein muss sein. Da unten sind auch welche. Das jetzt von hier oder von oben? Jetzt machen wir denselben Fehler nicht nochmal, Alter. Das wäre echt schon. War da nicht irgendwo ein Jump-Pad? Damit geschossen, aber fuck, ich glaube, das ist auch wieder unten. Machen wir denselben Fehler nicht nochmal, Alter. Das wäre so lächerlich.
Okay, da unten anscheinend. Jumphead oder nicht? Medikit. Hoppala. Hoppala. Götzlich. Wie sagt der Max Pro? Bleib ich denn auch stehen wie so ein Stück Stock, Alter? Ach komm, machen wir jetzt Feierabend. Aber wie gesagt, wenn euch das gefällt, mir beim Zocken zuzugucken, Freunde, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da oder kommentiert einfach mal, damit ich Bescheid weiß, bevor ich hier Fortnite-Content hochlade oder Gaming-Content hochlade und ihr euch das gar nicht gibt oder euch gar nicht gefällt. Aber alles klar, wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.